Willkommen zu Teil 3. Jetzt machen wir den Dusty's Brie Hamburger beziehungsweise halt den Büffelburger. Dazu brauchen wir nicht Gaul, eigentlich Cheddar, aber Gaul ist besser. Pfeffer, Salz, 4 Hamburger Brötchen, 500 Gramm Hackfleisch zum Braten, Rinderhackfleisch, Salat, eine rote Zwiebel, 1 Tomate, 1 Ei, delikate Mayonnaise. Scheiße. Gut. Gut. Und Olivenöl. Und Olivenöl. Und Olivenöl. Das ist halt Olivenöl. Ja, die Soße, die kocht da hinten noch ein bisschen. Und gut. Oh Mann. Oh, da brauchst du ganz großzügig die Zwiebeln. Da kommen wir hier weiter rüber. So, rüber hier. Genau, hast du Judimor. Immer die Soße um. Die Barbecue-Soße. Ach ja, ist das schön. Das falls ihr öfters nein, was für nicht. Falls ihr öfters was für den Vordach hört. Ich bin normal, ich hab mich testen lassen. Nein, ist er nicht. So, ich stecke euch mal kurz hinten was rein, liebe Zuschauer, damit ihr wieder geladen werdet. Ich hoffe, ihr wackelt nicht zu doll. Oh. Jetzt. So. Oh, verdammt. Akku. Geht nicht genau. Oh. Das Kabel ist noch zu steif. So, wieder ein bisschen runter, 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 runter. Runter. Da. Er schneidet schnöne Schniebel. Schöne Schniebel. Er braucht mal eine kleine Generatorkartusche hier. So, hier den Rest. Wo du es hinschmeißt. Den meine ich. Der ist da drin. Was ist der? Ja, der ist dreckig. Ohne Ende. Ja. So, hier sind die 4. Und 3. Oh, hat er kaputt gemacht? Er ist kaputt. Er hat die Zwiebel kaputt gemacht. Oh, da fängt er gleich an. So. Die müssen wir jetzt mit Olivenöl einstreichen. Echt, ja? Jo. Die Zwiebelscheiben mit Olivenöl einreiben und Salz und Pfeffer würzen. Normalerweise soll man das grillen, aber grillen oder braten. Das mache ich jetzt auch mit dem Finger hier, weil wir haben keinen Pinsel. Doch. Hey, jetzt ist er mit dem Finger an hier. Ich gar nicht. Das hat er jetzt auch noch nicht. Will ich noch nicht nehmen. Das ist schön. Ja, dann müssen wir das ein bisschen einreiben. Das Rinderhack in einer großen Schüssel. Großzügig mit Salz und Pfeffer würzen. Das kann ja mein Assistent. Ja. Heute bin ich der Assistent. Das kann die Assistentin machen. Das kann die Assistentin machen. Oh, das hier rein. So, dann brauche ich jetzt Salz und Pfeffer, weil das müssen wir großzügig würzen. Nein, das doch nicht, oder? Doch. Das Rinderhack oder nicht? Nein. Drin. Okay, gut, bei mir steht auch. Einreiben und mit Salz und Pfeffer würzen. Nee, gut, bei mir steht das auch. So. Soll ich ein Ei direkt reinmachen? Ja, mach direkt drin. Das Ei steht übrigens nicht mit drauf, aber es soll besser sein. Schmecken. Mhm. Nix wie es denn? Nee, ist aber auch anderer Grund. Das backt, damit es sich besser an den Händen anfühlt, wa? Oh yeah. Oh yeah. Was heißt denn großzügig bei sowas hier? Oh yeah. Soll ich machen? Ich sag Stopp. Oh mein Gott. Noch, noch, noch. Ist das Salz? Ja, reicht. Ja, klar, Salz und Pfeffer. Bei 500 Gramm? Ich habe nie so viel Salz im Mund. So viel Pfeffer. Das reicht. Das muss gleich. So, Oliver, du rührst durch. Ich soll das schon wieder machen. Sieh. So, die Zwiebeln sind fertig. Machst das doch. Brauchen wir das nochmal hier? So, ich werde jetzt erstmal hier reingrapschen. Achso. Wollen wir die Restzwiebel klein schneiden und drin machen? Jetzt? Momentchen. Oh, mit dem Ei. Oh. Habt ihr? Warte mal. Ja. Pack mal hier rüber. Das muss man noch sehen, wie ich zärtlich er es macht mit seinen. Ja, mach ganz klein und mach ein bisschen. Ja, werf ich ihn mit rein. Seht ihr das, wie er das macht? Mit Liebe und Gefühl. Probier's mal. Okay. Ach, genau. Was hat man? Flache Frikadellen fron. Hast du Semmelkuchen? Was ist das? Guck hier rein, ist das hier von irgendwas?
Er hat keinen Semmelkrumm. Du weißt, was ein Semmelkrumm ist? Was ist Semmelkrumm? Das ist ein Ding hier zum Anbraten oder sowas. Paniermehl, sag ich doch. Mehl habe ich. Paniermehl. Ist das was extra? Paniermehl sind einfach nur Brötchen, Brot und so weiter, klein geschrotet. Das macht man ab und zu bei Buletten mit rein. Und, das, was um Schnitzel herum ist. Genau, so ist es. Achso, nein, nee. So, okay. Oder ich muss es auch abfahren. So. So, okay, das ist jetzt immer so weit durchgemengt. Gut, dann müsste die muss, ja, jetzt kommen noch die Zwiebeln dazu. Genau. Also gut, die Zwiebeln dazu packen wir selber. Und die. Und die Gänse und so, scheinbar. Haben wir gebraucht für die Zwiebeln. So, die Brötchen machen wir zu weit hier. Machen die Soße. 20 Minuten muss das so köcheln. Ja. Kalle hat Stoffwolle gestellt. 8 Minuten noch. So, damit haben wir das Kaktus jetzt schön vermengt. Vermengt. Und daraus machen wir jetzt 4 gleich große Buletten. Gleich groß. Genau. Oh mein Gott. Hat er vergessen? Nee, das geht nicht. Es geht auch keine Kuhhaut mehr. Rinder, bitte. Da Platz für glatt die Hut. Die müssen ein bisschen größer sein wie die Burger selbst. Steht drin. Hast du verstanden? Ja, dann machen wir aus dem Burger-Kaktus. Steht so drin. Gesundheit. So, größer kriegst du sie nicht, weil sonst hast du ein Problem. Hast du ein riesiges Problem? Papa! Ja, scheißegal. Oh, was kann man auch mit Löffel machen? An sich, bis auf der hier unten. Perfekt. Perfektus Maximus. Den habe ich nochmal neu gemacht, aber ist okay, danke. Gut. Gut, das kann alles weg. Und. Kann alles weg. Wir sehen uns gleich da drüben wieder. Die Burger haben wir jetzt schön gebraten. Die Zwiebeln sind nochmal auf niedriger Hitze nochmal da drinnen. Wir haben schon mal hier ein bisschen was vorbereitet. Und der Erste belegt seine Burger jetzt. Ich würde Soße nach unten machen. Die Soße. Also die Soßensoße. Die gute. Die gute. Warte. Hier braucht man natürlich auch. Ein Untersetzer, Leber. Und ein Göffel. So muss der Sirup sein. So. Kannst du überall aufmachen, oder? Möchtest du auch, oder? Ich nehme auch. Wollen wir die nicht einfach mal probieren? Nicht, dass es. Lecker. Das sieht komisch aus. Das sieht irgendwie aus wie Nutella, warme Nutella oder so. Ja, dann müsste es dir ja gefallen. Und das sind Burger. Oh, der Patty drauf. Süffig. Schön dicker Patty. Da kommt ein Salatblock. Alter. Der Salat kommt aufs Fleisch, nicht unter Fleisch. Ihr habt keine Ahnung. Nein, da kommt Cheddar drauf jetzt erstmal. Ah. Ah, nee, Gouda. Wir haben ja den guten Gouda. Ja, fahr halt zu, die Land. Na, egal. Die Land. Er kriegt es nicht auf, guckt euch das an. Dieser kleine Nippel. Weil der macht. Oh, warte mal, Vorsicht. Oh. Das ist auch so passend. Leckerer Gouda. Ui. Perfektion. Die Geister. Und wir hauen das danach nochmal schön im Backofen, wenn wir alles fertig haben, auf 100 Grad für 3 Minuten. Ich stelle mal runter auf 75, wir kennen unseren Backofen. Ja. Mein Backofen. Okay. Oh, lecker. Jetzt kommen noch die Gürkchen drauf. Ne, Tomätchen. Falls ihr Tomaten mag. Tomaten mag. Und jetzt die Zwiebel. Genau, mit dem Finger drauf. Kamera, was machst du? Gute Zwiebel. Zerstört das Bild. Oh, gleich Soße. Nee, Mayonnaise kommt da oben drauf. Also gut, damit musst du die Patty-Seite einschmieren.
hoffe, das war das. Wir haben noch da nur eine ganze Packung. Super. Das machen wir jetzt mit allen. Danach kommt es im Backofen. Bis gleich. Jetzt gibt es leckere Burger. Geil. Und natürlich dazu ein Glas Nuka-Cola. Sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. Das steht jetzt da.